Hallo Leute, heute reden wir mal über das Thema, ob wir unsere Behinderung akzeptieren. Ja, genau. Also wir reden darüber, dass wir ja mit unserer Behinderung leben und sie akzeptieren und wir das selber nicht schlimm finden. Genau, ich kann kurz nur meine Sache darüber sagen. Also die Behinderung von mir gefällt mir allgemein eigentlich fast gar nicht auf, weil früher war es mir teilweise mehr aufgefallen. Also erstmal, ja klar, akzeptiere ich meine Behinderung, das sage ich als von Reinzorn. Aber nur früher ist mir das noch mehr aufgefallen. Da habe ich mich früher wegen ein paar Dinge halt eben nicht so akzeptiert, weil ich wurde früher, wie gesagt, oft gehänselt wegen meiner Behinderung. Aber wo ich dann jetzt so offen gewesen bin, sage ich mal, dann komme weniger, sage ich mal, Hate oder sowas ab. Genau, und bei mir ist es halt so, es gibt so Phasen, wo ich meine Behinderung mehr merke und wo mir sie halt auch fast nicht auffällt, weil es halt normal für mich ist. Wenn es so Phasen gibt, wo ich sie bemerke, ist es meistens durch irgendwie eine OP oder irgendwas oder wenn ich mal hingefallen bin oder sowas, dann habe ich halt Schmerzen und dann muss ich halt wieder mehr. Ja, lernen und mehr trainieren und so, dann merke ich das. Oder wenn ich halt, ja, so auf der Straße unterwegs bin und ich werde halt oft angeguckt, dann merke ich halt auch schon, okay, ich bin anders, aber ich akzeptiere das und mir fällt das immer so auf, dass viele Leute denken immer, wir akzeptieren unsere eigene Behinderung nicht, weil wir darüber, also weil wir da ganz normal drüber sprechen. So, weil wir sagen, ja, wir haben eine Behinderung, ich bin behindert. So, aber wir sagen halt, das ist normal. Und damit denken die dann, wir akzeptieren es nicht. Ich habe zum Beispiel mal gehabt, dann bin ich ich bin von der Schule zurückgefahren. Und dann kam so ein Ehepaar auf mich zu und meinte so, du musst dir mal einen Motor besorgen an deinem Rollstuhl und so. Und ist ja voll schwer, das geht doch nicht und so, ist doch voll anstrengend. Und dann meinte ich so zu denen, wieso ist es denn anstrengend für sie zu laufen? Und dann meinte sie so, nee, wieso? Ich sag so, ja, sehen Sie, dann ist es doch auch nicht anstrengend für mich, mit dem Rollstuhl zu fahren. Ich mach das ja jeden Tag. Sie laufen doch auch jeden Tag, so. Und das ist halt sau oft so, dass Leute einem hinterher gucken, weil wir halt anders aussehen oder anders uns bewegen oder. Ja, wir fallen halt auf durch Rollstuhl oder irgendwas. Aber das ist halt, ja, wir reden jetzt auf YouTube darüber, weil das unser Thema, also unser YouTube-Thema ist. Aber wir sagen halt nicht immer, ja, wir legen unsere Behinderung im Fokus. Also jetzt, wenn wir mit anderen Leuten mal reden oder so, dann sagen wir nicht, ja, wir sind behindert, wenn wir da nicht drüber sprechen, immer, heißt ja nicht, dass wir die Behinderung nicht akzeptieren. Genau. Viele Menschen außerhalb denke ja, müsse ihnen ja Mitleid geben oder so, nur weil er eine Behinderung hat oder so. Oder viele sagen auch, der tut mir so leid. Aber das Ganze kann ich so sagen, das stimmt auf jeden Fall nicht. Viele Menschen mit einer Behinderung sind glücklich, weil die haben ja eigentlich alles, was sie brauchen. Ich meine, viel davon kann ich sprechen, habe halt eben nur das Daumensyndrom, das einzige, was da halt eben ist, oder was bei mir zum Beispiel ist, habe die Lese-Rechtschreibschwäche, die ich habe, aber mit Google-Übersetzer kann ich das alles ausgleichen, wie das schon mal in meinen vorherigen Videos auch erklärt habe. Und insofern fällt mir auch meine Schwäche nicht auf und auch Mitleid allgemein. Wie ich zum Beispiel man schreibt bei Leute, ey, du tut mir so leid, warum musst du denn die Behinderung haben? Weil diejenige kennt er ja nicht anders und deswegen muss er dir auch nicht leid tun. Genauso wenn jetzt der lebenslange Rollstuhl sitzen tut und dann halt überfahren tut, ist ja genauso wie wenn man jetzt laufen tut, kann er dann genauso schwer sein. Man sagt ja nicht dann zum Beispiel, ja, kauft die Inliner mit Motor und gibt damit Gas. Genau, das ist halt, also ich habe mich eben ein bisschen versprochen. Ich meine, wir reden halt nicht oft über die Behinderung, wenn wir jetzt
nicht YouTube machen. Also ich meine, wir sagen jetzt nicht zu jedem, oh, ich bin behindert, ich bin so arm und so, weil wir das eben akzeptieren. Wir sind ja nicht unglücklich dadurch. Oder viele Leute fragen mich, bist du unglücklich oder bist du traurig oder neidisch, wenn Leute laufen? Wenn du Leute laufen siehst, dann sage ich, ja, natürlich würde ich gerne mal laufen oder so, oder halt freilaufen. So, aber ich kenne es ja nicht. Ich kenne das Gefühl ja gar nicht. Ich kann mich ja gar nicht danach sehnen, zu laufen, weil ich es gar nicht kenne. So, und wenn ich jetzt in der Öffentlichkeit, außer hier auf YouTube ist es wie gesagt unser Thema, nicht darüber rede, heißt es nicht, dass ich mich für meine Behinderung schäme, sondern dass ich sie akzeptiere und dann nicht immer drüber reden muss, weil ich es nicht immer nötig habe. Genau, ich habe also zu deinem Beispiel ein kleines Vergleich, dass so eben, ich kann ja nicht fliegen und deswegen vermisse ich das auch nicht. Ich würde zwar vielleicht gerne fliegen wollen, kann halt überhaupt nicht fliegen. Wie dasselbe Beispiel mit dem Rollstuhl sitzen tut von die Geburt an, weil diejenige kennt er ja nicht anders. Nur weil andere Leute sowas können, aber ich kenne das selber nicht und deswegen halt. Und viele Leute, die in der Rollstuhl sitzen, sind auch haben moderne Rollstühle mit einem Motor auch und die sind ganz normal, auch glücklich natürlich, und viele davon leben frei. Viele davon, die auch ich über YouTube kennengelernt habe, haben eine eigene Wohnung oder eine WG, kein Heim, und die bekommen Assistenz auch teilweise, klar, weil die 24 Stunden Hilfe benötigen, oder ein paar davon bekommen die 24 Stunden Hilfe, also eine Assistenz, mit an den Weg gelegt, und die sind auch damit froh, die haben ihre eigene Wohnung oder WG halt, und mit der Assistenz kommen die auch prima dann klar und dann sind die auch glücklich, so können die genauso leben wie jetzt jeder andere Mensch auch. Ja, und wir würden uns halt, also wir als die Betroffenen, sage ich mal, wir wünschen uns halt, dass auch die andere Seite, also die Leute, auf die wir treffen, die Gesellschaft, dass die unsere Behinderung im Grunde akzeptieren, indem sie nicht sagen, oh, der Arme, die Arme, sondern einfach sagen, oh, es sind andere Menschen, sie sind anders. Aber dann sage ich immer, kein Mensch ist gleich, jeder Mensch ist anders, so. Und so wie ein Mädchen vielleicht keine normalen Haare hat, sondern rote Haare, sitzen wir jetzt halt im Rollstuhl. Oder sitze ich im Rollstuhl. So, das ist jetzt ein drastischer Vergleich, aber so sehe ich das. Und ich würde mir wünschen, wenn wir sagen, können Sie mir mal die Tür aufhalten oder können Sie mir mal kurz über diesen Bordstein helfen, dass man dann Hilfe bekommt, aber nicht bemitleidet wird, sondern einfach, als wenn ich jetzt, das ist hier wieder so ein Vergleich, als wenn ich eine alte Dame wäre, die über die Straße muss, brauche ich vielleicht manchmal Hilfe bei der Tür oder beim Überqueren von so Bordsteinen oder so, aber wir brauchen halt kein Mitleid, das ist halt das, was die Akzeptanz der anderen Leute, was ich mir halt wünschen würde. Genau, jeder braucht halbe Hilfe, auch nicht nur Leute, die im Rollstuhl sitzen. Zum Beispiel, ich kann jetzt Videos schneiden. Die Person B zum Beispiel kann das überhaupt nicht, kann damit nichts mehr anfangen, will aber gerne ein Video fertig machen und bittet halt über mich, weil ich das kann, das Video so schneide. Das ist genauso, weil die Person hat auch meine Hilfe gefordert. Genauso wie eben ein Rollstuhlfahrer auch bei gewissen Dingen halt eben Hilfe brauche, wie bei einer Tür zum Beispiel aufzumachen. Und könnt ihr gerne mal eure Meinung, ob man, wie man helfen soll oder wie genau, könnt ihr gerne einfach mal die Kommentare mal schreiben. Dann würden wir uns das angucken. Ja, genau, und das könnt ihr bei mir ja unter dem Video auch machen. Und ich lese auf jeden Fall immer fleißig mit und antworte dann auch und sage euch meine Meinung. Und das würde mich sehr freuen, wenn da mal ihr eure Erfahrung, eure Meinung dazu schreiben würdet. Genau.
Auf jeden Fall, das, was ich schon sagen kann, wir brauchen auf jeden Fall kein Mitleid, weil ich schon öfters mal oder manchmal meine Kommentare gelesen hatte, vor längerer Zeit her. Auf jeden Fall brauche ich kein Mitleid und wird am meisten von vielen Leuten auch negativ angesehen, wenn zum Beispiel einer schreibt, ey, du tust mir so leid, kommt nicht ganz so prickelnd an. Schreib lieber als Beispiel Respekt, dass du so viel Mut hast für deine Videos oder so. Also das als Vergleich mal kurz genommen, das kommt wesentlich besser an, sage ich mal. Ja, das ist genau meine Meinung. Genau so sehe ich das auch. Okay, ja, sag ich mal, also meine Abonnenten können gerne mal auf den Kanal von Luis vorbeischauen. Genau, und das gilt auch für meine Abonnenten. Gerne mal bei Lukas vorbeischauen. Okay, dann sag ich mal, bis dann und haut rein. Ciao.